Wir erfahren gerade, dass die JPL-Raumüberwachung 6 unbekannte Objekte geortet hat, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dem Erdball nähern. Sie scheinen in unseren Orbit eintreten zu wollen. Wissen wir, woher sie kommen? Das ist unklar. Wir entdeckten sie zuerst im Kuipergürtel jenseits des Neptuns. Danke. Was gibt es, Sandra? Die Ionenkanone wurde aktiviert, Sir. Wer hat das befohlen? Direktor Boyle. Da sehen Sie es, auf Set 3. Um 15.37 Uhr Eastern Standard Time stürzten 39 außerirdische Raumschiffe über den roten Zonen aller Kontinente ab. Die Herkunft der Raumschiffe bleibt nach wie vor ein Rätsel. Über ihre Absichten gibt es jedoch keinen Zweifel. So. Commander, ich habe jetzt für Sie eine streng vertrauliche Information. 2028 konfiszierte die GDI eine komplexe Datenmatrix von Nod. Sie ist eindeutig nicht von dieser Erde. Nod nennt sie Tacitus. Wir haben versucht, die Daten zu entschlüsseln. Sicher ist nur, dass sie uns vor einer zukünftigen Alien-Invasion warnen. Die aktuelle Invasion dürfte in direktem Zusammenhang mit der Flüssig-Tiberium-Explosion stehen. Egal, welche Verbindung zwischen Nord und den Invasoren besteht, es werden nicht nur blaue Zonen angegriffen, auch einige gelbe Zonen, und Nord ist nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Diese Aufgabe fällt also der GDI zu. Ich spreche offen mit Ihnen, Commander. Die Lage ist extrem kritisch. Aber Sie sind der Beste, den wir haben. Deshalb schicke ich Sie auf eine höllische Mission. Nach Deutschland. Percy zeigt Ihnen, womit Sie es zu tun haben. Juhu, nach Deutschland. Ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Also gut, Commander. Ich weiß nicht, was Sie über New Eden gehört haben. Es war die erste gelbe Zone, die zu einer blauen Zone wurde. Und seitdem ist sie ein geheimes Forschungszentrum der GDI. In München, in unserem Future-Tech-Labor, wurde sogar eine Analyse erstellt über die Vorgehensweise der Invasoren. Aber leider steht München jetzt unter Beschuss und das FT-Labor wurde zerstört. Einige Ingenieure konnten aber entkommen und fahren in einem Konvoi Richtung Salzburg. Das ist gleich hinter der Zonenabgrenzung, wie wir wissen. Commander, dieser Konvoi muss in Salzburg sicher ankommen. Boah, gib mir jetzt wenigstens was zum Bauen. Bitte. Ach gut, keine Vorbesprechung mehr. Alles klar, los geht's. Hier ist GDI Radio Stuttgart. Wir haben die Stadtmauer passiert und München verlassen. Empfange Nachricht. Eskortieren Sie die Ziviltransporter zum verlassenen U-Bahnhof südwestlich von München. Mindestens einer muss unversehrt bleiben. Sind zu allem bereit! Jagt sie hoch! Oh nein! Sie legen alles in Trümmer! Mach sie fertig! Sir, die haben die Brücke gesprengt. Wir müssen unsere Route ändern. Zeigt's ihnen! Die Stadt steht in Flammen! Überall! So viele Menschen! Drück drauf! Verstecken Sie sich! Sind unterwegs! Alles ist weg! Alles weg!
Oh, klasse. Vorwärts, Männer! Feindliche Einheiten im Sicht. Eine Spur der Verwüstung! Die Mauern! Sie zerstören die Mauern! Oh, könnt ihr einfach fahren? Ihr Pitbull! Penne unterwegs! Die Menschen haben keine Chance! Zeigt ihnen! Feindliche Einheiten in Sicht. Yeah. Wir machen uns fertig, Sir. Lange halten wir das nicht mehr durch. Wir hatten ziemlich was abgekriegt, Sir. Alle Motoren verreckt. Wir versuchen, sie wieder flott zu machen. Halten Sie uns den Rücken frei. Verdammt! Die BMP! Wir verlieren irgendwo Flüssigkeit. GDI-Platoon Epsilon ist einsatzbereit, Sir. Springen wir an, verdammt! Wir geben ihnen Deckung. Nate wird angegriffen. Alles übersät mit Opfern! Jetzt fahrt doch! Jagd sie hoch! Meine Motoren Gott. Wieder okay, Sir. Fahren wir! Kein Problem! Boah, das geht mir Turbo auf den Keks gerade. Wir dachten, wir wären allein im Universum. Ein böser Irrtum. Ihr Pitbull! Gegen wen geht's? Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Und los! Los, los! Diese Dinger! Dieses schreckliche Dröhnen! Boah, das geht mir gerade Turbo auf den Keks gerade, was der erzählt. Wo fährst du denn hin? Fahrt doch einfach über die Brücke, Mann. Wir sind wieder startklar. Bringen wir es endlich hinter uns. Wir sind über die Brücke. Sind fast da. Dann fahrt doch weiter. Kommt schon! Die Elektronik ist ausgefallen. Hat zu viel abgekriegt. Wir kümmern uns sofort darum. Ich flicke es. Wir gucken, ob es nicht klappt. Nichts kann uns stoppen. Sind unterwegs. Komm schon, komm schon, komm schon. Vorwärts, Männer. Die Elektronik funktioniert jetzt wieder. Los geht's! Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. An die Arbeit. Gebäude angenommen. Komplett repariert. Schallimitter sind gleich online. Wir sind da, Sir. Evakuieren den GDI-Rat. Ja, dieser Song ist für euch, ihr Freaks. Genießt den Sound. Zeigt's ihnen! Einheit wird angegriffen. Und versteigt die Wagen. Initialisiere Video-Ablink. Unsere Schallemitter schwächen offensichtlich die Invasoren, Commander. Los, los! Mission erfolgreich. Gott sei Dank. Boah, ey, was für eine ätzende Mission. Und zwar jetzt wirklich nicht lange, aber... Mann, ey. Oh, ich kann sowas nicht haben. Wirklich. Ich finde das immer ganz schrecklich. Das war gute Arbeit, Commander. Wie es aussieht, sind die Dinger doch nicht unverwundbar. Ich würde mich noch mehr über den Sieg freuen, wenn wir wüssten, welche Ziele die Aliens haben, außer Chaos und Zerstörung. Aber die Ungewissheit hat auch etwas Gutes. Es scheint so, dass Direktor Boyle untergetaucht ist. Im sicheren Bunker in Reykjavik. Ah. Da sollten Sie inzwischen auch sein. Ganz sicher nicht. Wir nutzen die Zeit, um Entscheidungen zu treffen, ohne dass ständig einer reinredet. Und Sie sind der Schlüsselkommander. Sie sollen das Blatt gegen die Invasoren wenden, mit neuen Impulsen, genau wie gegen Nod. Ich hätte größte Sorge, einem anderen so viel aufzubürden, aber Sie scheinen ja wohl diesen Druck zu brauchen. Wir werden kaum Zeit haben. Die Invasoren greifen von München aus andere Städte in der Region an. Kersey wird darüber berichten. Ja, dann haben wir das geschafft. Gut, die nächste Mission.